Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge Nexomon auf der Xbox Series X und das an diesem wunderschönen Freitag, liebe Freunde da draußen. So, erstmal ganz kurz, bevor wir hier gleich weitermachen, erstmal noch ein großes Dankeschön an alle da draußen, die quasi Nexomon, das Projekt hier auf meinem Kanal, so ein bisschen unterstützen, mal ein Däumchen da lassen oder mal was drunter schreiben, finde ich ganz gut. Ihr seid noch nicht viele, ist ein kleines Projekt, konnte ich mir ja fast denken, dass es nicht so viele Zuschauer mitreisen wird, aber ihr da draußen, die immer wieder einschaltet auf Montag und Freitag, euch möchte ich auf jeden Fall ein großes Dankeschön sagen. So, jetzt aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja leider jetzt erstmal diesen anderen Tyrannen besiegen und dürfen gegen ihn ja noch nicht. Warum wir uns so rumschubsen lassen, ich habe keine Ahnung. Aber diese Folge wird spannend, liebe Freunde, denn ich habe wieder ein bisschen trainiert. Bin wieder den Gebiet abgelaufen, wo wir schon waren und habe dort ein bisschen gelevelt, so dass wir Marazuma hoffentlich in dieser Folge entwickeln werden. Eventuell auch Vogelmann, eventuell auch Weinock, wobei Weinock ist, glaube ich, erst ab Level 36. Und ja gut, Moonsling habe ich jetzt nicht geschafft, aber die drei habe ich auf jeden Fall soweit erstmal recht gut gelevelt. Hab nur ein Problem, ich bin aus Versehen in ein neues Gebiet gelaufen, beziehungsweise, keine Ahnung, ich bin in den alten Gebiet gewesen, wo wir schon waren. Dann dachte ich mir so, oh, was ist das da? Und bin da lang gelaufen und schwupp, ja, neues Gebiet gefunden. Und dann schwupp, eine Höhle. Ich bin aber nicht reingegangen, will ich ja alles mit euch machen, ne? Nur, dass ihr da aber Bescheid wisst. Ach ja, und ich habe dieses Mädchen gefunden. Das heißt, wenn wir hier demnächst hier diese Polizisten da sehen, können wir uns ja anquatschen. Ja, Mädchen habe ich gefunden, die hat mich direkt angelabert, ich war in den Kampf verwickelt. Ich konnte es nicht abbrechen, liebe Freunde. Ich habe es versucht. So, jetzt aber, wir sollen doch hier lang, ne? Ja klar, bei den anderen Wegen hat er, glaube ich, gesagt, nee, ist nicht. Ey, da bist du ja wieder, ne, Kollege? Lass mich raten. Jin sagte euch, Atlanta zu jagen? Yep, ich schätze, das ist ein großartiger Platz für Tyrannen, sich zu verstecken, da Drachen normalerweise hier unten nicht jagen. Aber warum hat uns einer angegriffen? Apropos Pech. Jedenfalls, Atlanta zu besiegen wäre nicht mal eine schlechte Sache, oder? Nimm dieses Zeug, es wird dir helfen. Super Äther, Dankeschön. Und jetzt auf geht's. Je eher wir Nivalis loswerden, desto besser. Okay, du kommst mit mir mit. Alles klar, Bro. Wir bauen aber erstmal ein paar Scherben ab. Ist ja wohl klar. Wenn wir einmal hier sind, werden natürlich auch Scherben abgebaut. Oben lang, unten lang? Jetzt ist es eine gute Frage, ne? Ich glaube, wir gehen mal weiter Richtung die Richtung. Ach scheiße, wir sind im Feuergebiet und ich habe noch Marazuma. Ah, Weinak, du bist dran. Und jetzt, ja, ach seht ihr, ja, durch das Leveln, wie gesagt, ich level ja immer so, dass ihr natürlich die Entwicklungen nicht verpasst und ich mich mit euch quasi zusammen erfreuen und überraschen kann. Aber Attacken kommen natürlich zwischendurch und ja, bei ihnen haben wir jetzt die Whirlpool-Attacke. Ja, die macht schon mal gut Damage. Und wir haben den Eissplitter. Quasi nochmal eine neue Eisattacke, die auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, etwas einzufrieren. Wobei, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, die kennt ihr schon, ne? Egal, Déjà-vu. Ich weiß es auch nicht mehr, liebe Freunde. So. Ist da jemand eingefroren? Klar, dass da jemand im Eis drin. Hihi. Guckt dir mal die Augen an. Was für ein Typ, ey. Ich glaube, den Stein heben wir uns auf. Ich weiß jetzt nicht, wie hart die Gegner sind. Ach, hier ist eine Kiste. Begleit. Ach so, das. Ach, das ist diese Ziege. Nee, wir bleiben bei der Katze. Katze geht immer noch klar, weißt du, auch wenn wir sie nicht im Team haben. Aber geil wäre natürlich ein Begleiter, den wir auch selber in unserem Team hätten. Einfach nur der, ja, der Richtigkeitshalber, würde ich fast sagen. So, aber guck mal, da geht Marazuma schon das nächste Level hoch. Auf Level 32 geht das bei ihr ab. Und dann sehen wir da die letzte Entwicklung. Oder ich weiß nicht, wie viele Entwicklungsstufen. Hat die 3? 4? Hä, warte mal. Ach, da muss ich lang. Ach, bin ich doof. Warte mal, wurde da gerade was angezeigt? Da steht A. Aber da passiert nichts. Wozu steht da jetzt A? Okay, das checke ich nicht.
Weiß nicht, ob man da irgendwie eine Feuerattacke oder so, damit man den auftaut. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Aber hier sind ja nur... Ach, das ist Schaf. Die Ziege. Mein Gott. Schafziege. Komm, Beinack, du bist wieder dran. Tja, hast du verfehlt, mein Freund, wa? Hier, Whirlpool. Klatsch. Und weg. Ja, klatschnass. So, jetzt sind wir hier aber im Kreis gelaufen. Warum entsteht hier A? Ich kann da aber keine Attacke oder sowas machen. Mm-mm. Ganz eigenartig. Gut, dann scheinen wir aber hier nicht lang zu können. Bis auf die Kiste. Dann müssen wir ja doch nach oben gehen. Und hier habe ich die Scherben. Die nehmen wir natürlich mit, ist aber klar. Der will kämpfen. Ja, ja. Ich habe den letzten Tyrannenangriff mitbekommen. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich bin nicht stark genug. Vielleicht kannst du mir ein bisschen beim Training helfen? Eines Tages werde ich selbst Tyrannen jagen, wie ein richtiger Profi. Jo. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Ah, verdammt, ja, ich bin hier im Feuergebiet. Warum habe ich Marazuma überhaupt vorne? Weil sie sich entwickeln soll. So. Komm, Weihnacht, du musst auf jeden Fall Level nach oben. Das ist ja wohl klar. So, Eissplitter erstmal. Vielleicht frieren wir ihn ein. Schade eigentlich. Aber zieht trotzdem genug ab. Jetzt machen wir noch den Giftschuss. Den kennt er, glaube ich, noch nicht, oder? Das ist eine Wasserattacke, die Gift macht. Ja, ihr habt richtig gehört. Wasserattacke, die Gift macht. Crazy. Oh, war kritisch, aber nicht vergiftet. Schade eigentlich. Ich meine, ja, wir kriegen sie trotzdem. Ist ja gerade ausgewichen. Bist du für ein Sack? So nicht. Ach, du bist es. Ja, bei dir machen wir doch mal hier Eissplitter. Auf Stein auf mich zu werfen. So, und dann machen wir noch die Fünfer-Attacke. Sparen wir uns ein paar Ausdauerkosten. Ah, jetzt ist er vergiftet hier. Super. Oh Mann, ich habe mir doch gedacht, ich bin immer noch ein Anfänger im Kämpfen. Naja, danke für den Kampf, Sonichi. Ich bleib am Ball. Ja, immer bleib am Ball. Wir werden uns später wiedersehen. Ich komme bestimmt mal wieder zum Trainieren vorbei, mein Freund. So, hier leuchtet was. Oh, ich habe einen Pudding gefunden. Hm, lecker Pudding. So, hier ran. Ach, das ist die Katze. Die ist ultra selten. Und wir haben die, glaube ich, noch nicht, ne? Das ist auch einer so ein Einsteiger-Ding, ne? Also wenn du anfängst hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Mann, macht's mir doch nicht so schwer. So, wir bleiben jetzt hier beim Pflanzen. Fuck. Ich bin zu hoch gelevelt, ne? Haben wir eine 5er? Dornsturm, los. Oh nein! Oh, das kann nicht wahr sein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach Mann, die wollte ich fangen. Hätten wir sie nicht nur als Begleiter gehabt. Verdammte Axt. Warte mal. Wo muss ich denn hin? Da oben dann lang? Ja, ja, du schon wieder. Hier, komm. Mein Pflanzenvieh macht dich trotzdem fertig. Ich bin viel zu hoch gelevelt für euch. Wir wollen heute die Entwicklungsstufe auf jeden Fall sehen. Ah, das werden wir hinkriegen. Oh nein, da wollte ich eigentlich jetzt nicht reinlaufen. Aber na gut. Es ist, wie es ist. Corona-Attacke und jetzt noch ein paar Geschosssamen. Und dann läuft der Biber. Welcher Biber? Fuck, Sonnenschein hat einen Biber. Rettet sich, wer kennt? So. Steinscherben. Der will kämpfen. Die will kämpfen. Das will kämpfen. Da oben komme ich nicht lang, ne? Nee. Ich wollte eigentlich in Ruhe noch das einsammeln. Ah, geht sogar. Die hat aber keinen großen Radius, ne? So, da bin ich, Mäuschen. Als dieser Tyrann Mulkima die Stadt angegriffen hat, bin ich einfach weggerannt. Ja, schau mich nicht so an. Was hatte ich auch für eine Wahl, du Wicht? Geh mir aus den Augen. Du Wicht, das hat es mir auch gegeben, du. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, Kämpfe sind gut, kriegen wir auf jeden Fall gute P. Und wir sehen natürlich immer wieder schöne neue Nexomons. Eine Kerze. Aber die sieht cool aus. Die Kerze sieht cool aus. Das ist ein cooles Vieh. Das gefällt mir.
Aber das ist bestimmt schon eine weiterentwickelte Form. Ich kann mir vorstellen, dass die kleinere eine kleinere Flamme oder so. Aber die finde ich ganz cool vom Design. Lassen wir ihn drinne. Level 19, ja komm. Scheiß drauf. Wobei. Ja doch, schaffst du. Komm, Marasuma. Marasuma, das schaffst du. Los, ja. Hardcore. Ach, guck mal, da sind wir jetzt die Zwischenstufe, ne, von dem Bock. Na dann. Jetzt müssen wir aber mal tauschen. Oh, das sieht aber auch schon nicht mehr so ganz so frisch aus. Wir hauen mal den Frostbiss rein. Ja. Ja, das ist doch schön. Noch eingefroren. Jetzt gibt's noch den Giftschuss. Und tschüss mit dir. Was? Er hat ja noch einen. Das ist die Weiterentwicklung von den einen? Die sieht ja auch nice aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ein Urgott. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, wie stark ist er? Ne, es geht. Oh, noch Eissplitter. Dann haben wir ja eigentlich fast alle Attacken ausgeholt, die es gibt. Ja, gibt es EP? Oh, doch. Das wird noch. Spätestens gegen den Kampf mit dem Tyrann. Du bist stark. Sonichi heißt du, hm? Das werde ich bei unserem nächsten Treffen sicher nicht vergessen. Okay. Mäuschen. So, ich hoffe, hier kommt ein Heilstein noch. Der will kämpfen. Ach, ich schätze. Ach, der Apo ist wieder da. Wie gesagt, du kommst, wenn wir dann die Gebiete wechseln. Oh, warte mal, ich werde mal, bevor ich hier gleich einen Beleber nehmen muss, fliehen. Zack. So, wir werden erstmal leider Gottes unsere Items verwenden müssen. Verdammt. Die sind immer so teuer. Also, wir hauen mal. Stellt, was macht denn hier beides? Das hier, stellt das und das, ne? Dann machen wir hier, machen wir das Maximal-Elixier. Kriegst du und das Maximal-Elixier kriegt. Und weh, da oben ist jetzt ein Heilstein. Dann raste ich aus. So, Opa. Kämpfen. Ah, bleib weg von mir. Ich wette, du bist einer der Banditen. Lass mich in Ruhe. Ja, sehe ich aus wie ein Bandit oder was, Kollege? Bleib mal ganz geschmeidig. So. Ach so, ja, bei denen ist übrigens neu die Attacke Naturheilung. Damit kriege ich wieder Lebenspunkte. Ist gar nicht mal so... Warum bin ich bescheuert? Warum habe ich die Attacke nicht genommen und dafür meinen Trank geopfert? Ah, bin ich doof. Ach, Sonichi. Denk doch einfach mal mit, wenn du spielst. Ach, du... Heiliges Kanonenrohr. Das haben wir... Ich glaube, wir haben die Vorentwicklung schon gesehen. Ich glaube, ich kann mich an dieses Design-Desaster hier erinnern. Eieieiei, das ist auch in der entwickelten Form keine Schönheit. Eieieiei, letzte Folge haben wir das gesehen. Das kam doch so aus der Nase oder so, dieses Zeug, was der an der Schulter hat. Irgendwie so habe ich es noch in Erinnerung. Oh, Vogelmann ist gleich soweit, warte mal. Also, nicht mit der Entwicklung, aber er geht gleich ein Level wieder hoch. Vogelmann, hau mal Glatteis raus. Stimmt, das ist ja wieder bei denen nicht effektiv, weil es ja eine Windattacke ist. Das ist so verwirrend, weil es Glatteis heißt. Mann, aber es ist trotzdem eine 20er-Attacke. Komm. Hau rein. Ach, da ist das Schwein. Die entwickelte Form. Du Schwein! Verschwinde! Der ist effektiv gegen mich? Holy shitty! Aber Vogelmann ritzt die Sache. Oh, du bist ein Nasenbär. Feuer, Stein, irgendwas. Er ist rot, aber er ist ein Steinwesen. Aber es ist nicht schlecht. Kann der mir was anhaben? Ich weiß es nicht. Wir sind effektiv. Oh ja, er ist weg. Sehr schön, Vogelmann. Levelaufstieg. Na, oh, du bist kein Bandit. Warum hast du das nicht früher gesagt? Oh Mann, dieser Ort ist schlimmer. Aber ich muss es aushalten. Ich habe gehört, hier sollen es die besten Elementscherben geben. Warum lache ich eigentlich bei jedem so böse? Bei mir ist jeder Charakter, kriegt bei mir so dieses Schurkenlachen. Ja, ungefähr so. Sonichi, übertreib's nicht wieder. Die Leute schalten alle ab. Guck dir die Anschaltquoten an. Das sieht nicht gut aus. Ist hier unten noch was? Nö, ne? Okay, wir gehen mal weiter.
Da ist dieses gefrorene See. Das heißt, wir sind in der Nähe. Schau mal da drüben. Der Boden ist gefroren. Das muss Atlantas Werk sein. Ein Ort wie dieser, eingefroren. Seid ihr euch sicher, dass sie geschwächt ist? Seit dem letzten Mal ist sie nur auf den Sprung. Sie kann nicht viel stärker als letztens sein. Na gut, wir schaffen das. Wenn wir eine Abtrünnige und ihre Tyrannen besiegen, werden wir Legenden. Auf geht's, Freunde, wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Ja, ich werde sowieso wieder die meiste Arbeit machen müssen. Ich wette, der liegt wieder als erstes wieder flach irgendwie auf der Birne. So, ach, hier ist so eine Spinne, ne? Da bin ich jetzt nicht so scharf drauf, aber zum Leveln. Oh, die war ja fast down. Machen wir die 5er-Attacke. Wobei, ich hoffe, da kommt definitiv noch ein Heilstein, bevor wir gegen den Tyrannen kämpfen müssen. Ah, jetzt geht wieder dieses Rätsel los, ne? Ja. Hui, 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 hui. So, na gut, das ging ja noch. Du hast eine Scherbe gefunden. Ja! Was raschelt im Gras, 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 Gras? Gras, 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 Gras. Was raschelt in dem Gras, Gras? Oh, immer noch die. Schade. Sorry, wir müssen unsere Kräfte sparen. Tut mir leid. Da war der Heilstein. Ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. Ich hab ihn gesehen. Ja, ist gut, Leute. Fuck. Ach, ich Idiot. Ich hab ihn noch gesehen im Augenwinkel, als ich durchgelaufen bin. Was? Wie findest du mich immer wieder? Du hast einen Vulkan eingefroren. Kann sein. Wie ich sehe, hat Jin ein paar neue Schlägertypen angeheuert. Fürchtet er sich so sehr vor Nivales? Nun, wen stört schon, dass Nivales noch nicht wieder volle Kraft hat? Ich war auch mal ein Gildentamerin. Ich werde euch zeigen, was ich drauf habe. Ach, scheiße. Ich kann mich nicht heilen. Aber ich glaube, so viel haben wir nicht geopfert, oder? Ja, geht noch. Hä, what the fuck, was ist das? Ich dachte, ich kämpfe gegen Nivales. Das sieht crazy aus. Ich weiß nicht, was es ist. Es sieht wieder crazy aus. Ich würde sagen, wir hauen einfach mal Geschosssamen drauf. Oder wir machen erstmal Naturheilung. Ach so, der Nachteil von Naturheilung. Ich bin jetzt verwurzelt mit der Erde. Das heißt, ich kann es jetzt nicht wechseln mehr. Es muss jetzt im Kampf drinne bleiben. Das ist der Nachteil. Aber wie gesagt, ich kriege jede Runde kriege ich jetzt Lebenspunkte. Ja? Ihr seht richtig, ich kriege jede Runde Lebenspunkte. So, wir nehmen erstmal die 5er-Attacke nur. Ja. Sehr schön. Der ist schön. Der gefällt mir vom Design. Das sieht aber auch 1:1 aus wie Digimon, Pokémon oder was es sonst noch alles so gibt. Den will ich aber haben. Der sieht cool aus. Geschossarm. Nicht effektiv. Ach, du bist ein Typ Drache, ne? Oh, shit. Ja, aber wir heilen uns. Soll das doch probieren. Hat doch keine Chance. Wir heilen uns perma. Da war es wieder, das Schurkenlachen. Ding, 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 ding. Ach, das ist die Weiterentwicklung von den Krokodilen. Guckt mal. Ach, schön, dann sehen wir das ja auch, obwohl wir nicht haben. Ja, das ist halt so ein typisches, der Banditenkrokodil ist jetzt zum Batman-Krokodil geworden, würde ich sagen. Batman-Umhang, alles da. Was will man mehr als Krokodil? So, Geschosser. Ding, 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 ding. Hört sich ein bisschen an, der Sound, wenn der sich heilt, hört sich ein bisschen an wie... hier. Wie hieß denn diese Akte X-Melodie? Achtet mal drauf. Oh, jetzt, ach, jetzt holt er Nivales raus. Ach, Level 19. Ach, wie süß. Was soll schon ein Level 19 gegen mich? Oh, ich freue mich, wenn wir dann auch einen Tyrann haben, das Baby. Das wäre ja geil. Wollen wir blühende Sporen machen, oder? Ach, komm. Einmal geht noch. Dann müssen wir jetzt eine Runde... Ja, wir heilen uns. Haben wir noch eine 5er? Ja, ihr. Eine 5er geht noch von der Ausdauer. So, jetzt müssen wir eine Runde ausruhen. Nivales, du hast keine Chance, Mann. Check es doch. So, und jetzt hauen wir... Geschoss haben geht noch nicht. Doch, geht schon. Klar. Das laber ich.
Guck mal hier, wie er jetzt alleine hier unser Marazuma das macht, ne? Das läuft bei uns. Ach scheiße, jetzt bin ich müde, oder was? So, jetzt aber. Sehr schön. Und jetzt zwei Level hoch und dann direkt danach entwickeln, nach dem Kampf. Wobei, ich bin echt hoch gelevelt, ne? Vielleicht habe ich zu sehr gelevelt, liebe Freunde. Wartet! Seht ihr nicht, was hier passiert? Shin ist ein gemeiner Abtrünniger. Er wird seinen Deal mit euch nicht einhalten. Du hast versucht, uns zu fressen. Pfff! Nivalis, komm mit! Ein Save Point. Ein Teleport Point. Bleib stehen, du Feigling. Du kannst nicht entkommen. Schaut her, ihr Versager! Ja, und weg ist er. Verflucht, sie hat einen Warpstein nur hierfür vorbereitet. Natürlich, sie gehörte mal zur Gilde. Sie muss Zugriff zum Warp-Netzwerk haben. Hey, da ist ein merkwürdiger Ort in diesem Warpstein. Die südliche Region Ignitias, Hat Shin nicht den südlichen Bereich mit einer Feuerwand geblockt? Versucht er, was zu verstecken? Nun, wir können schlecht mit leeren Händen zurückkommen. Shin wird die Geiseln jetzt noch nicht freilassen. Also versuchen wir, sein Geheimnis jetzt herauszufinden. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist zu gehen, Sonnechi. Wie Bescheid? Ja, jetzt. Was soll ich sonst machen? Jetzt. Hier ist nix. So. Süden Ignitias haben wir gesagt, ne? Das ist neu, ja? Westen Ignitias, das ist das, wo wir gerade sind. Süden Ignitia. Okay. Ich bin gespannt. Auf geht's. Okay, mal, da stehen die zwei schon bereit, ne? Ich komme. Nachdem ich wieder einmal falsch gelaufen bin. So, jetzt komme ich. Na, sieh mal einer an. Ignitia sollte weiter aufgebaut werden. Aber irgendwas muss das Projekt aufgehalten haben. Was auch immer Shin versucht zu verstecken, muss in der Nähe sein. Vielleicht hilft uns sogar, es ihn zu besiegen. Hey, versuch die mal. Ah, zwei Feuernexotraps, dankeschön. Du hast dich gegen Atlanta gut geschlagen, kaum zu glauben, dass du noch Bronze-Thema bist. Diese Nexotraps sind besonders effektiv bei Feuernexemons. Hilfreich in so einer Gegend, ne? Lass uns erstmal weitergehen. Ja, ist ja gut. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, die waren natürlich jetzt kein Problem, ne? Wir waren halt gut gelevelt, gerade mit unserem Vieh. Wir müssen jetzt aber trotzdem erstmal einmal hier besiegen. Ich will nämlich sehen, auf wie viel jetzt unsere EP-Anzeige hier ist, weil Marazuma ist ja gleich soweit. Ah, Ausdauerprobleme gleich. Das schaffen wir noch. Ja, da schaffen wir definitiv die Folge. Also Marazuma auf jeden Fall. Oh, noch schön die Scherben. Können wir in das Häuschen reingehen? Das scheint gesperrt zu sein. Ja, dann breche auf, Mann. Ja, wir gehen weiter. Der will kämpfen. Hey, du da! Ich bin so nutzlos. Ich hasse mich. Ich bin hergekommen, um Shin zu bekämpfen. Aber dann habe ich Angst bekommen und mich hier versteckt. Ich will stärker werden. Ich muss stärker werden. Ich will Tyrannen jagen wie richtige Gildentamer. Du bist einer von ihnen, oder? Würdest du mir zeigen, wie man richtig kämpft? Ist ja gut, mache ich. Scheiße, jetzt müssen wir ja wechseln. Die haben ja wieder alle diese Feuerdinger, ne? Na, los. So, ja, komm, hau euch später raus. Macht denn er da klar? Oh, der Alter, der hat aber einen guten Schutz jetzt gehabt dadurch. Ja, lecko mio. Aber mehr wird dir das nicht mehr bringen. Los, Giftschuss. Ach, das Vieh wieder. Eissplitter. Und eingefroren. Bam! In your face. Ja, dann können wir einen schönen Fünfer-Attacke machen. Ah, verdammt, ich dachte, das reicht. Ja, toll, jetzt kommen wir ja doch auf 10 insgesamt. Ah, verdammt, sogar noch auf mehr, weil der ausgewichen ist.
Ah, hier ist die Weiterentwicklung von den Kern. Ah, der wird ein kleiner Mini-Vulkan. Also, Apu, gucke, hier siehst du schon deine Weiterentwicklung. Na, gucke. Ja gut, dann hauen wir mal Whirlpool in den kleinen Mini-Vulkan. Und vergiss er. So. So, jetzt aber. Giftschutz. Nichts mit ausweichen. Gut, aber die EP steigen bei Marazuma. Wow, sie kämpfen. Also, wahre Thema. Wow, geil. Bist toll, Sonnergy. Ich wäre ein Kind von dir. Gib mir lauter Kinder-Nexomons. So. Warte mal. Wir sind doch gerade nicht in den Kampf, oder? Wir können auch einfach abhauen. Wir haben jetzt keine Zeit, uns mit dir zu beschäftigen. Sorry. Irgendwann fangen wir euch alle. Aber erstmal müssen wir... Wo muss ich überhaupt lang? Da drüben. Da. So. Ist hier noch irgendwas? Hier. Fast übersehen. Oh, ein Wiederbeleber. Nice. Ganze Sachen, die sind so teuer, weißt du? Ach hier, das ist wieder das kleine Kuchenmonster. Wir hauen ab. Tschüss. Keine Zeit. Wo müssen wir denn lang? Hä? Das ist so dunkel. Bin ich blind? Oben weiter lang? Ach ja. Oh. Dieses Rohr sah aus, als ob das unten liegt und nicht oben. So, links, rechts, oben, unten. Da ist auf jeden Fall ein Eingang. So. Oh, da brennt's. Da kann ich nicht durch. Da ist heiß. Wir gehen gleich rein. Keine Sorge. Ich wollte noch schnell die Scherben schon mal mitnehmen. Und gucken, ob sonst noch hier irgendwas Heilmäßiges ist. Aber nein. Gut. Dann gehen wir rein. Wow, wo bin ich jetzt schon wieder? Was zum Teufel ist das für ein Ort? Bei der Liebe Ulsas, diese Kammer. Fühlst du es nicht, Sonnergy? Hier ist etwas Dunkles. What? Dich hat's erwischt, Alter. Ah! Was stimmt nur nicht mit diesem Ort? Ich bin mit diesem Blödmann fertig. Ich bin weg. Wie, hä? Warum haust du jetzt ab? Hallo? Ob wir mal weitergehen? Wer ist das? Oh, crazy. Vor tausenden Jahren setzt ein uralter Tyrann das Feuer dieser elende Menschenwelt in Brand. Sein Name war Fenrir, das dritte Kind von König Omnikron. Was lachst du da? Meine Frau lacht, Entschuldigung. Weiter am Text. Als mich ein törichter menschlicher Krieger besiegte, wurde dieser Ort gebaut, um meinen Geist für diese kommenden Jahrtausende zu begraben. Ein Gefängnis, ein Schrein, ein Ort der Verbannung. Aber eigentlich ist es nur ein Grab. Ein antiker Tyrann. Du siehst aus wie ein stinknormaler Mensch. Abgesehen von den Hörnern. Die Kinder des Omnikron waren Formwandler. Das ist alles. Lass mich raten. Du bist gekommen, um eine elementare Kraft zu erlangen, die tief in diesem Grab vergraben liegt. Wie, echt? Gibt's das? Und genau wie dieser alte Knacker namens Jin, wirst du meine Kraft nutzen, um ein Tyrannei auszubrüten. Habe ich nicht recht? Wow, du musst es sein. Jin versteckte diesen Ort, um zu verhindern, dass mehr Tyrannen geboren werden. Wenn wir unseren eigenen Tyrannen brüten, können wir Jin besiegen. Richtig, und mit wessen Erlaubnis? Ich mag Jin. Dieser Mann hat Ehrgeiz und Stärke. Aber du? Diese Bronzeabzeichen erzählt mir eine ganz andere Geschichte. Du willst meine Kräfte haben? Komm her und hol sie dir. Krass, wir müssen den nur besiegen. Ja, herrlich, wir sind doch gut gelevelt. Das muss einer der Schreine sein, über die Elisas gesprochen hat. Wenn wir diesen Kerl besiegen, könnten wir seine Kräfte nutzen, um endlich dieses Tyrannei auszubrüten. Es ist nur ein Geist. Wie schwer kann das schon sein? Ja, los, aber warte mal. Oh, wir dürfen uns vorher leveln. Heilen. Da werden wir auch gleich mal gucken. Ja, wir müssen ja die Ausdauer nach oben bringen. Mit Äther.
So. Was sagt Vogelmann? Vogelmann nochmal heilen? Minder, der wird super stark. Ich meine, wir haben so gut gelevelt. Ich mach mal so, das sollte reichen. Rania. Habt ihr euch entschieden? Ich lasse keine Anfänger wie euch freiwillig meine Kräfte nutzen. Kämpfen! Oh mein Gott. Wir werden ihn eh locker besiegen. Wir haben ja schon jetzt gerade Nivalis locker besiegt. Okay, was denkst du? Welches nächste Mann er verwendet? Er verwendet sich selber, oder? Ja, sag ich doch. Ich habe keinen nächsten Mann. Aber wie... Ich werde selbst kämpfen. Ich mag nicht mehr so stark wie früher sein, aber ich kann immer nach Kräfte austeilen. Das sollte unterhaltsam werden, Sonnechi. Etwas an dir erinnert mich an diesen Jungen, der mich damals erledigt hat. Ja, klasse. Ich hasse es. So, und was macht der Formwandler? Bleibt er so menschlich? Nein, okay. Cool. Cool. Oh, ich bin kein gewöhnlicher Tyrann. Ich bin der Sohn von Omnicron. Seit Jahrtausenden habe ich über seine aschefarbene Welt gesündigt. Seit Jahrtausenden habe ich dieses Grab aus Granit Buße getan. Verflucht sei eure Art, Brüder von Ulsar. Der dritte Sohn von Omnicron erhebt sich ein letztes Mal. Um diesen einen Kampf wird meine Erlösung sein. So, habe ich euch mitgerissen. So sieht's so aus, ja? Ja, kann man machen, ne? Level Fragezeichen. Ach, ist ein Feuervieh. Egal, du bleibst trotzdem drin. Wir schaffen das. Okay, okay, er ist zu stark, er ist zu stark. Aber, alles gut. Alles gut, das schafft Weinock locker. Das kriegen wir hin. Locker flockig. What the fuck macht der Schaden? Wir werden versuchen, ihn erstmal einzufrieren. Alter Falter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Noch einmal. Komm, einfrieren. Scheiße, kann man Legendäre überhaupt einfrieren? Ich weiß es nicht. Okay, wir hauen uns mal einen Super-Trank rein. Einen Max-Trank. Wo ist denn hier der Max-Trank? So, bam! In your face! Ich bin wieder voll. Mach dich jetzt nackig. Nice Wimmer. Oh, toll, wir verbrennen gerade. Wir müssen ihn einfrieren. Komm schon. Vor allem, die Attacke hat eine sehr hohe Einfrier... Dingsbums. Ah, komm, wir hauen mal noch einen Trank rein. Sicher, sicher. Ja, haut aber auch. Komm, komm schon. Ich muss versuchen, ihn einzufrieren. Los. Das muss klappen. Nee, das wird nicht. Was ist unsere stärkste Attacke? Frostbiss. Nee, kannst du nicht einfrieren, den Typen. Nächster, Max. Unser letzter, ne? Oh, die Kacke ist so scheiße teuer. Scheiße, wir hätten das Dings nehmen sollen. Wir haben nämlich auch nicht mehr viel Ausdauer. 15, 11. Wir könnten Whirlpool machen, los. So, jetzt heißt es natürlich, wir machen das Doppel. Das Doppel der Lodgen. Elixier, haben wir keinen Super Elixier? Ne, jetzt haben wir vorhin verballert, ne? Das plus Super Ether. Das sollte aber ausreichen, oder? Ja, reicht aus. Komm. Wir sind demotiviert. Na, leck mich doch am Arsch. Können wir denn demotiviert gegen den Arsch sein? Giftschuss. Einfach nur, weil wir eh demotiviert sind. So, jetzt sollte es vorbei sein. Genau. Fünfer Attacke. Wir beenden es jetzt mit Frostbiss. Was? Er hat noch. Oh, er darf uns nicht besiegen. Er darf uns... Nein! Ich hau noch einen Trank rein. Nur, damit wir die EP kriegen, liebe Freunde. Super Ether, Max Ether. Trank, wir haben auch keine Supertrinke mehr, ne? Oh. Ja, was muss, das muss. Oh, Alter, leck mich da am Arsch. Okay, schaffen wir es jetzt noch oder? Ne, wir machen noch einen Trank. Dann sind wir voll und dann bin ich ganz sicher, weil wenn wir nicht die Attacke zuerst ausführen dürfen, dann macht er uns nackig. Das will ich nicht. Alter, hau doch mal auf mit diesem scheiß viel Damage, den du hier die ganze Zeit machst. Frostbiss. So, wir haben ihn. Oh, und dann kommt nochmal der Verbrenner nachträglich, ne? Ah, schade, Marazuma. Ja, verdammt. Ich
dachte, du schaffst es. Oh mein Gott. Tja, wie elend ist mein Körper verfallen. Meine Herrschaftstage sind jetzt nur noch ein entfernter Traum. Das ist es, oder was? Nun, da ist es. Dafür bist du hergekommen, Sanichi. Das ist der Rest von meiner Kraft. Füttere dein Ei mit dieser Energie, damit es schlüpfen kann. Oh mein Gott. Ich bin sehr aufgeregt. Nichts ist passiert. Ich kann es nicht. Mann, geh doch mal weg, du blöder Erfolg. Ich kann es nicht glauben. Sonichi, dieses Tyrannei ist abnormal. Selbst nach meiner Kraft ist es immer noch hungrig. Dieses Ding könnte irgendwann ein extrem starker Tyrann werden. Wen kümmert? Es ist trotzdem nur ein Ei. Wir können es nicht benutzen, um Jin und Mukima zu besiegen. Wir sind erledigt. Ihr könnt euch immer noch die Kraft in diesem Ei zunutze machen, Sonichi. Die Kraft des Feuers. Damit sollte es euch möglich sein, Jins Flammen zu löschen. Oder Sachen in Brand zu setzen, falls euch mehr danach ist. Ah, damit können wir dann endlich diese Eiskristalle wegmachen, das wusste ich doch. Und den einen da auftauen. Also können wir mit diesem Ei Feuer kontrollieren? Wie ist das überhaupt möglich? Geh und teste die Fähigkeit an den Flammen in diesem Raum, wenn du mir nicht glaubst. Ah, Moment mal. Dank dieser Fähigkeit solltet ihr Jin und Mikima nicht mehr fürchten. Ihre Drohungen sind jetzt wertlos. Okay, was ist mit diesem Tyrannei? Wir wollen es unbedingt ausbrüten. Nun, meine Kräfte alleine hat nichts ausgereicht. Vielleicht findet ihr noch andere Schreine. Das war so klar, ne? Dann könnt ihr genug Energie zusammenbekommen. Wie auch immer, ihr habt bekommen, was ihr wolltet, Sanichi. Lasst mich jetzt alleine. In diesem wertlosen Schrein ist nichts mehr für euch. Gut, aber... Tutorial, ja, bla 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 bla. Okay, ich dachte, damit können wir die Dings machen, aber... Ja, wir können das halt freischalten, ne? Gibt es einen Erfolg, wenn ich das mache? Natürlich nicht. Schade eigentlich. Aber uns stehen jetzt neue Wege offen. Ja, liebe Leute, schaffen wir doch noch, den Dings zu besiegen, ne? Diese Flammen sollten uns davon abhalten, Fenris Grab zu finden. Wenn wir sie löschen, haben wir eine Abkürzung zur Stadt. Ach Mann, Coco. Du bist schon echt eine Marke. Ja, dann werden wir nochmal loslegen, ne? Zack. Ja, dann sind wir auch schon in der Stadt. Prima. Ja, dann werden wir ihn direkt besiegen. Alles noch in der Folge, ja. Krass, ey. Dann haben wir diesen legendären Tyrann. Dann haben wir die andere. Und Masaris. Lasagne. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ihr wisst, wen ich meine. Haben wir auch besiegt. Und dann noch den. Und dann entwickelt sich noch unser Makazuma. Bitte. Was ist das denn für eine Folge? Läuft doch. Wenn das nicht spannend ist. Apropos, ich habe gerade gesehen, da ist das so ein Bulle. Zählt der, wenn ich den anlahme? Wir warten auf die Verstärkung der Gilde, aber bis dahin sollte... Nee, okay, hier unten war mir schon fast klar. Die haben hier unten andere Sachen zu tun. Als wie wegen dem Mädchen. Na, werden wir dann machen, wenn wir dann wieder oben sind. So. Wir sind geheilt, wir sind fit. Wir sollten Makazuma eigentlich jetzt nicht reinnehmen, aber damit sie halt die EP kriegt, lassen wir sie drinnen. Wie ich sehe, seid ihr zurück, Sonichi, und dennoch kann ich Nivales Anwesenheit spüren. Was hat das zu bedeuten? Was? Du wagst es, mich herauszufordern? Nachdem ich gedroht hatte, diese Stadt zu zerstören, hast du etwa meinen unbesiegbaren Tyrann vergessen? Na, ha, 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 ha. Sag doch, das Schurkenlachen kommt immer. Kommt ihr jetzt zur Vernunft? Sonichi, benutzt das Tyrannei jetzt! Tyrannei? Von was für einem Unsinn redest du da? Ja, von was? Guck genau hin, mein Freund. Zack! Jetzt guckst du blöd aus der Wäsche, wa? Ihr habt das Grab gefunden! Mulkima! Sonichi muss sofort eliminiert werden, er brütet ein Tyrannen! Ja! Mein Gott.
Warum rennt meine Frau hier eigentlich in traditioneller Kluft rum? Man weiß es nicht. Das ist er, oder was? Nee, das ist ein anderes Vieh. Oh nein, der hat auch mehrere. Oh, aber das ist die Weiterentwicklung von diesem... Ich will die haben, weil die sieht aus wie Apollo aus einer Lampe. Und ihr wisst alle, dass Apollo mein Lieblings-Pokémon war. Ich will dieses haben. Kerosin, das sieht voll geil aus. Geiles Design. Gefällt mir. Ah, ich will's haben. Auch wenn ich jetzt schon weiß, wie die Entwicklung aussieht, aber ich will's haben. Wie cool sieht er bitte aus? Aber wir haben ja einige unseren Skorpionen. Ja, aber ja, ich will das haben. So, ja, hauen wir doch erstmal in den gepflegten Whirlpool rein. Aber scheiße, ich glaube, die Kämpfe werden jetzt echt stärker. Aber wir schaffen das. Ah, du bist die Weiterentwicklung von dem Vieh. Und Elektro, perfekt. Dann können wir nämlich wieder Marazuma reinnehmen. Also Marazuma wird sich definitiv nach diesem Kampf entwickeln. Das steht außer Frage. Guckt euch die Level an. Das wird mega gut. Geschossarm. Nochmal Geschossarm. Und Schiss. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt wieder der... Oh, das ist die Weiterentwicklung von dem kleinen Teddy. Alter, also, was ist das geworden, Alter? Ey? Richer Bodybuilder. Sieht aus wie so ein Türsteher. Okay. Weihnacht, du bist dran. Wobei, wir hätten noch Vogelmann reinnehmen können. Egal. Okay, was hat die Attacke jetzt mit uns gemacht? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist... Whirlpool! Whirlpool! Okay. Und meinetwegen Frost, bis los. So, da ist er, ne? Oh, das ist die Katze, die Weiterentwicklung. Nee, oder die andere Katze? Nee, das müsste die eine sein. Crazy. Weiß ich, was ich bei dem Design... Irgendwas stört mich in dieser Halsgegend da. Das weiß ich nicht. Aber das sieht aus, als ob es noch eine Entwicklung gibt bei der. Das ist nicht die letzte Stufe. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir hauen mal den... Warte mal, das ist normal. Ja, dann... Hauen wir Vogelmann rein. Damit er auch noch sich levelt. Und Glatteis. Attacke. Hau rein hier, Vogelmann, los. Da ist er. Mulkima. Okay, Level 22, damit können wir klarkommen. Wir lassen Vogelmann erstmal drinne. Wir holen Vogelmann da raus. Alter Vogelmann, es tut mir leid. Komm raus da. Wir holen Marazuma rein, einfach nur fürs Leveln. Okay, alles gut, alles gut. Wir sind gut gelevelt. Wir hauen einmal eine Attacke drauf. Und dann geht er wieder raus. So. Und jetzt holen wir Beinock rein. Sehr schön, liebe Freunde. Cool. Sieht ja gar nicht gut aus mit dir. Wir müssten dich eigentlich erstmal... Haben wir noch einen Trank? Ja, halt bloß die kleinen Tränke, ne? Ich hätte vielleicht einkaufen gehen sollen. Vorher. Frostbiss. Aber wir haben keine Verbrennung erlitten. Das ist schon mal etwas, womit ich leben kann. Weiter. Noch ein Trank. Haben wir keinen Supertrank mehr, oder was? Mein Gott. So, Frostbiss. Wir beißen zuerst. Los jetzt. Welche Attacke darf zuerst? Kommen wir. Alles oder nichts. Frostbiss. Schaffen wir. Nein, er lebt noch. Wir müssen noch einen Trank nehmen. Das gibt's nicht. Hau rein hier. So. Und jetzt beenden wir es mit Giftschuss. Ganz niedlich. Ganz süß. Und tschüss. Bäm. Und jawohl. Marazuma entwickelt sich. Gratulation, Marazuma ist ein Level aufgestiegen. Verringert die Genauigkeit um 15%. Nebelwand. Nö, es ist keine Attacke, die ich... Warte mal, oder warte mal. Warte mal zurück. Nee, wir haben Naturheiler drin als Effekt-Attacke. Willst du die neue Fähigkeit wirklich ignorieren? Ja. Aber dafür kannst du dich ja entwickeln. Ist ja auch schön. Yippie! Marazuma entwickelt sich zu... Was lachst denn du da immer? Meine Frau hat doch keine Ahnung. Sieht cool aus, oder?
Na, sieht doch voll cool aus. Na, guck mal, das lächelt sogar. Das hat da vorne, siehst du den kleinen Mund? Das lächelt. Das lächelt. Guck doch genau hin. Ja, der hat einen Latz, natürlich. Das ist halt, sieht schön aus. Das ist halt ein Blattwesen. Mann, keine Ahnung haben die Frauen. So. Uff. Du besitzt ein... Oh, diese, ich hasse das, wenn der Alpha der vor ist, ne? Du besitzt einen Tyrann. Willst du diese Welt beherrschen? Wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich diese Stadt überfluten. Mulkima, vernichte alles! Alter, jetzt dreht er ab, ne? Jetzt dreht er ab. Ja, ist gut, Mann! Wir müssen was tun! Wir müssen das Ei einsetzen oder irgendwas anderes. Nicht so schnell, Jin. Wer kommt denn jetzt? Jetzt, wo ich wieder die meiste Arbeit gemacht habe, wa? Wer seid ihr denn jetzt? Wie siehst du denn aus? Tief unter der Erde hast du dich vor mir verkriecht. So ein großer Aufwand, um meine Drachen zu entkommen. Und doch bin ich hier, um dich und dein abscheuliches Tyrann zu erledigen. Ich hab den ja schon besiegt, du brauchst nicht kommen. Lydia, das kann nicht sein. Mumulkima, halt sie fern von mir. Verlässt du dich schon so früh auf deine Tyrannen, Feigling? Na gut, mach was du willst. Die Jagd ist eröffnet. Was ist sie, eine Tyrannjägerin? Zack, guck mal, wie die ausweicht im Feuer. Zack, zack, zack. Wie ein Ninja kommen die an. Warte! Diese Stadt zu zerstören. Was hast du dir dabei gedacht, Jin? Dafür musst du und dein Tyrann zahlen. Wirst du einen Tyrann rufen? Wirst du Eurus beschwören? Ich brauche Eurus nicht, um mit einem zweitrangigen Tyrann wie deinen klarzukommen. Ja! Sie zerschneidet lieber alles mit ihrem Schwert. Ja! Hilfe! Ja, liebe Freunde, meine Stimme neigt sich dem Ende. Ich kann nicht mehr so stark schreien gerade. Tut mir leid. Aber sie scheint dann den Tyrannen des Windes zu haben, wenn ich das jetzt richtig deute. Fürchte mich nicht. Ich bin eine Verbündete der Gilde, obwohl ich selbst einen Tyrann besitze. Was? Ich denke, dass sowas gibt's nicht. Ja, ich besitze einen Tyrann namens Eurus. Aber ich bin auch die Meisterin aller Drachen, die diese Welt durchstreifen. Alles, was du gerade gesagt hast, ist zutiefst beunruhigend. Ich habe Schlimmes über meine Drachen in letzter Zeit gehört, aber ich versichere dir, dass sie wirklich harmlos gegenüber Menschen sind. Ja, nein, dieses dumme Eidechsen haben uns bereits zweimal angegriffen. Du hast ein Drachensiegel erhalten. Dann besuch mich mal, komm zu den Dracheninseln und ich werde dir beweisen, wie freundlich meine Drachen wirklich sind. Nutze dieses Siegel, um Zutritt zu meinem Dorf zu erhalten. Das klingt genau wie eine Falle. Amelie kann für mich bürgen, wenn du deine Belohnung für diese Quest einforderst. Mach's gut, Freunde. Ich erwarte euren Besuch. Ja, nice, aber wir werden auf jeden Fall erstmal hier die Gebiete alle durchforsten, bevor wir direkt zu den Dracheninseln weitergehen. Wir haben es geschafft, Sonnenschi, wir haben einen Tyrann besiegt. Es war zwar eigentlich Lydia, aber das muss ja niemand wissen. Lass uns zur Gilde gehen und unsere Belohnung abholen. Ich wette, sie ist riesig. Ja, ich glaube auch, wir werden jetzt Silbertamer. Wo kommt der alte Mann her? Ach so, war jetzt wieder alles okay, jetzt haben die jetzt alle Quests, wa? Oh Mann. Das heißt, wieder alle anlabern, ne? Was für ein schreckliches Schicksal ist über all dieser wundervollen Stadt gekommen. Welch eine Zerstörung! Das kostet ein Vermögen, um es wieder herzustellen. Ich schätze es an der Zeit, die Steuern mal um Einsatz zu bringen. Meine Güte, du bist ja ein lustiges Kerlchen. Was? Hör zu, Sonnechi. Der abtrünnige Jin hat viele Tamer wegen Atlanta losgeschickt. Nicht nur du. Und manchmal von ihnen sind nicht zurückgekehrt.
deinem Geschäft mit nichts zu tun, will ich, dass du sie findest. Das klingt nicht gut, aber wir haben keine Spuren. Schaut mal in den West. Zumindest hat sich Atlanta dort verstärkt. Wenn ihr diesen Tamer rettet, werden sie euch sicher belohnt. Ah, das ist dieser dieser Typ, den wir da gesehen hatten. Warum belohnst du uns nicht dafür, dass wir deine Tamer retten? Junge, du bringst mich immer wieder zum... Nee, was? Du bringst mich um mit diesen Witzen. Ach so, oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Viel Glück und weiter so. Okay, also der hat eine richtige Quest. Schutzkern, Immunitätskern. Ja, okay, die Kerne sind nicht schlecht. Ja, wir wollen ja sowieso hier unten. Und ich will dieses Feuervieh haben, Leute. Ohne Scheiß. Apo, ich glaube, das ist sogar noch geiler als wie dieser Vulkan für dich, oder? Jin und Mulkömer. Atlanta und Nivalis. Dies ist erst der Anfang. Sicherlich werden noch mehr Tyrannen unsere Stadt angreifen, bevor wir überhaupt bemerken. Kerne einige, Ich habe keine Lust mehr zu lesen, Freunde. Was will der? Ein XP-Poster gibt's wieder. Nicht Poster, Booster. Mein Gott. Aber da brauche ich einen Vitalitätskern. Ja, habe ich gerade nicht am Start, Kollege. Geht nicht. Ich hab nichts. Ja, guck mich nicht so an. Sei ja nicht gleich traurig, Mann. Wenn ich's nicht habe, habe ich's nicht. Ah, der Shop ist eröffnet. Cool. Oh, können wir die jetzt anlabern? Unglaublich zu glauben, ein Tyrann. Du hast hervorragende Arbeit geleistet, Sonichi. Gut gemacht. Nee, okay. Ich dachte, wir können die anlabern wegen dem Mädchen. Gut, dann gehen wir erstmal heilen. Wie sagt die Aufnahmezeit? Wir haben noch 10 Minuten bis zur Stunde. Das heißt, wir könnten noch schnell diesen einen Jungen da. Der war da irgendwo links gewesen, ne? Hm, wir gucken mal hin. Oder wollen wir kurz ein bisschen Geld ausgeben und den Hund erstmal hallo sagen? Hä? Du bist ja gar nicht der Hund. Du bist ein anderer. Oho! Sonichi! Ich schau dir so viel! Schulde dir so viel, hab ich gesagt. Oh, danke, dass du uns gerettet hast. Du musst dieses großartige Belohnung annehmen. Ja, die geht auf mich. Oh, ein golden Exotrop ist aber nett. Ja, der Hund klingt ein bisschen anders als der andere. Das ist ein Goldnexotrops. Die absolute Perfektion. Nichts kann dieses Wunderwerk der Technik entkommen. Das versichere ich dir. Komm doch bald wieder. Ja, der hat halt so eine Macke, dass er halt immer haha da sagt. Findet euch damit ab. So. So, jetzt haben wir ihn aber angelabert. Jetzt müssen wir ihn nicht nochmal vertonen. Wir brauchen jetzt erstmal einen Supertrank. 120 kostet er. Ja, wir haben ein bisschen Geld auf jeden Fall am Start. Wir kaufen mal 10 Stück. Und hier gibt es noch den Ultratrank. Supertrank digitiert zu. Ultratrank. War nicht 40? Ach, kommt schon, Leute. Ihr seid auch wieder anspruchsvoll. So. Jetzt gehen wir aber los. Aber ich will diese 4 haben. Oh mein Gott, das ist... Ah, das ist halt Apollo als Feuer-Design. Oder? Müsst ihr doch mal selber zugeben, wie geil sah es bitte aus, ey. Das ist genau mein Design, wirklich. Ah, ich will es haben. Jetzt, sofort. Aber vielleicht kommt das dann, wenn ich wieder für euch level unterwegs... Da ist es! Nee, da ist es! Kerum! Da ist es! Okay, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Wobei, eigentlich wissen wir gar nicht, gegen das Vieh kämpfen, denn... Ganz ehrlich, das ist es mir wert, wir nehmen das Gold nächster Trap. Ist mir egal, was ihr denkt. Und ich weiß, es steht nur da, es ist ungewöhnlich und nicht legendär oder sonst was. Aber es ist genau mein Design und dafür verwende ich einen Gold nächster Trap. Und alle werden sich jetzt denken, oh mein Gott, warum verwendet er nächster Trap in Gold dafür? Ja, weil es genau so sein muss. Also, Goldnexotrap, los! Muss man bei Goldnexotraps? Muss man. Was ist denn, wenn ich jetzt bei Goldnexotrap das versaut hätte, das Eintippen? Weil dann dürfte es ja nicht funktionieren und dann hätte man ja doch einen Goldnexotrap versaut. Egal, ich hab ihn. Gratulation, du hast ein Kerum gefangen. Geil. Tja, was machen wir denn jetzt mit denen? Wir nehmen ihn erstmal ersatzweise... Wir wollen den Skorpion ja auch noch auf Level bringen, damit wir einfach die Entwicklung von Skorpion noch sehen können. Wir lesen es erstmal vor. Kerums haben bekanntlich Probleme mit der Aggressionsbewältigung. Ja, super, passen super zu mir. Hab ich nämlich nicht.
Wir gleichen uns voll aus! Wir sind voll das Gegengewicht! Sie explodieren nur, um diese immense Wärme in ihren Körper zurückzusetzen. Ja, das kenn ich! Ha! Okay. Eigentlich müssten wir es Sonnichi nennen, aber... so, ins Team aufnehmen. Tut mir leid, du eigentlich episches... Nee, das ist ja unser Ur-Ding, ne, was wir da bekommen haben. Aber es tut mir leid, aber ich muss ihn statt dich reinnehmen. Ja, guck mich nicht so an. Es tut mir leid, aber ich muss ihn haben. So. Oh, guck mal. Sehe ich ja jetzt erst, da ist jetzt das Feuer. Oh, bis wir alle Elemente haben. Sag mal, wie lange geht denn mein Nexomon... Projekt. Das dauert ja noch ewig. Oh, wir haben unser tolles. Geil. Dann gehen wir gleich mal rein hier. Der kriegt auf jeden Fall Levelsterne. Wie, ich hab keine. So, wer gibt mir einen Levelstern von sich ab? Moonsting, du bist ja schon 24. Kannst du deinen Stein eventuell abgeben? Du hast den... Das ist auch nur so ein Stufe 1 Ding, ne? Das lohnt sich auch eigentlich null. Ne, wir brauchen einen neuen Stein. Neuen Levelstein. Freunde. Wollen wir mal kurz gucken, wann der sich weiterentwickelt, der Kerum? Ich meine, wir wissen ja, zu was er sich entwickelt, aber ihr wollt ja trotzdem sicherlich dabei sein. Gehen rein, gehen auf Feuer. Genau, ja, aber hat man ja recht gehabt, also das seht ihr schon, da ist schon dieser kleine Mini-Vulkan. Und dann hat der wahrscheinlich noch eine Stufe. Ja klar, steht er da, Level 33. Ja, also wird er wahrscheinlich zum ganz großen Vulkan. Und unser Skorpion wird auf Level... Hä? Auf Level 30 schon? Ja, das schaffen wir doch. Und dann sehen wir den zumindest. Und da. Wie geil, oder? Sieht das Design nicht Hammer aus? Wirklich, ey. Hammer. Also der hat keine andere Stufe mehr danach. Also seht ihr schon, Evolution, nein mehr. Aber ich finde sie unheimlich... Es ist unheimlich geil, das Design. Wirklich. Ich mag das schon, aber das ist Burner. Burner. Versteht er den Witz? Burner? Wegen Feuer? Burner? Hammer. Ja, meine Frau lacht sich auch schon gerade einen ab. So. Ja. Ab wann? Das habe ich gar nicht geguckt. Hä, hey, Moment mal. Evolution ab Stufe 16. Aber der ist... wir haben ihn doch auf Stufe 24. Das heißt, wenn wir den jetzt einmal... Moment mal, wenn der jetzt einmal in meinem Team ist, oder entwickelt er sich jetzt gar nicht mehr, Bollertrü? Nee, kann nicht sein. So, neues Hauptnexomon. Wobei, wir haben unser Rakazuma. Ist der wirklich Rakazuma? Wir nennen ihn kleiner Raka. Okay, wartet mal, wir müssen was testen. So, Rakazuma. Ach stimmt, du warst ja gerade schon drin. Aber sieht gut aus vom Design hier, wenn das kämpft, also so im Stehen. Sieht gut aus. Aber wir nehmen jetzt unsere Wunderkerze. Ah, oh, toll. Tolles Design. Oh. Oh, macht natürlich gut Schaden, nehme ich, ne? Ich depp. Ja, wir wechseln wieder zurück. Verdammt. Wer ist denn noch? Oh, hier, Vogelmann. Komm her. Ich glaube, Vogelmann ist nämlich auch ab Level 30. Und Vogelmann können wir leider nicht austauschen. Also, der muss im Team bleiben. Vogelmann ist halt... Hab ich ja gesagt, das wäre unfair. Vogelmann ist halt Vogelmann und... Keiner mag ihn, aber er muss trotzdem dabei sein. So. Gratulation, Vogelmann! Bekommt Himmelssegen. Hebt den für 5 Runden erhaltenen zusätzlichen Elementarschaden auf. Ach so. Ah, ja. Nee, mir gefallen die Attacken, die ich habe. Tut mir leid. So. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass er immer nach vorne ist. Das dauert aber eine Weile, oder? Der hat jetzt nicht gerade viel EP bekommen. Ich habe irgendeinen, der so einen Kern hat, wo man mehr EP bekommt. Ich glaube, das war er hier. Zeig mal her. Kopiert 25% der XP der anderen Teammitglieder ein. Warte mal, du bist ja jetzt auf voll gelevelt. Kannst du mir den abgeben, eventuell? So. Und dann kriegst du den nämlich erstmal rein. Und, ja, er ist drin, aber wir müssen ihn trotzdem als Hauptnexomon machen, dass er immer schön die EP kriegt. So. So, wie spät haben wir es? Oh, wir sind gleich bei einer Stunde. Ach, Leute. Aber bis dahin laufen wir jetzt noch. Da ist er. Ja, wusste ich's doch. So, ich heile mich trotzdem nochmal vorher. Ich weiß nicht, was hier passiert. Moin!
Du hast mich gerettet. Verdammt. Dieses Nivalis-Monster hat mich blitzschnell in Eis verwandelt. Hier, Sonnegy, das ist für dich. 300 Münzen? Hey, danke, Bro. Ich gehe zur Stadt zurück. Die ganzen Tyrannenjagd ist nichts für mich. Der Bericht zufolge sollte es einen weiteren verschwundenen Thema geben. Wir müssen weiterschauen. Naja, irgendwo hier kommt bestimmt gleich noch so ein Weg, wo wir ohne die Fähigkeit nicht weiterkamen, ne? Wir laufen mal durch. Ne, warte mal. Hier war nichts mehr. Feuer gegen Feuer? Auf jeden Fall. Was hat er denn für Attacken? Feuerkugel, zeig mal her. Ja, ist nicht effektiv, aber ist ja gerade egal erstmal. Flinke Beine. Erhöht die Geschwindigkeit. Achso, okay, ja. Logisch. Glut und Explosion. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Attacken, wenn wir mit dem fertig sind. Explosion, komm. Schass alleine, Kollege. Gib die IP her. Ich will, dass du dich entwickelst. Ah, jetzt kommt das nächste Vieh. Ich meine, das ist ja gut, aber... Wow! Alter, hör auf mit den Schaden. Ein bisschen wechseln. Vogelmann, komm rein. Du brauchst ja genauso EP. Obwohl, du bist ja auch nur noch ein Level oder zwei Level entfernt. Doppelhieb. Tschüss. Ja, das wird. Das schaffen wir noch. Wir machen heute, wir überziehen heute wieder. Oder wollen wir uns das aufheben? Fürs nächste Folge, Freunde. Ich meine, wir haben echt in dieser Folge wahnsinnig viel erlebt, oder? Also, das war schon crazy. Der da oben will nochmal kämpfen, sehe ich gerade. Ich meine, wollen wir denen den Gefallen tun? Vielleicht sind das die Level, die ich brauche. Aber ist hier irgendwo noch ein Heilstein? Weil heilen und so wäre cool. Stehe ich drauf. Auf heilen. Nicht wirklich, ne? Warte mal, Team. Ach, du kriegst einen Trank. Mein Gott. Na, kriegst gleich hier so einen super Trank. Komm. Was soll der Terz? Du bist so schön. Hey, Sonnegy, bist du beschäftigt? Ja, bin ich. Wir haben keine Zeit mehr. Aufnahme ist vorbei. Dein Frosch hat sich weiterentwickelt zum letzten Mal. Nicht schlecht, Kollege. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus vom Design her, muss ich mal sagen. Hau mal erstmal Explosionen rein. Nur um zu gucken, wie viel Schaden wir machen. Okay, das reicht vorne und hinten nicht. Dann einmal ein bisschen übertreiben mit den Levels. Und wir hauen mal direkt die Whirlpool rein. Wow, weniger als gedacht an Schaden. Dann machen wir den Frostbiss. Und tschüss. Okay, warte mal, da können wir auch nicht unser Feuerdings reinbringen. Also bleiben wir hier. Jetzt haben wir doch noch die Fünfer. Der ist halt super ausbalanciert. Weinock ist super ausbalanciert, was Attacken und sowas betrifft. Also mit dem macht es echt Spaß, gut zu kämpfen. Der hat tolle Attacken. Tolle Effekte zu den Attacken. Also ist echt nicht schlecht. Der haut aber rein, ne? Hat er gerade nochmal gewechselt? So ein Depp. Ja, komm. Aber der haut gut rein mit seinen Attacken. Sag mal, er hat gut gelevelt, ne? Seit dem letzten Kampf von vorhin. Wir machen den Giftschutz. Das sollte ausreichen. Ja. Da gehen die EP hoch. Ja, du bist aber besser geworden, Mäuschen. Also wirklich. Richtig gut gemacht. Gut trainiert hast du. So, der da hinten ist er zum Kämpfen. Jetzt nicht. Fliehen. Los jetzt. So. Ja, wechseln, logischerweise. Ja, nee, nicht fliehen, wechseln. So. Komm rein hier. Oh, shit, du bist ja... Ja, los, komm, hau mal rein hier. Wobei, ich hätte den Dings nehmen sollen, weil der Ausdauer sieht auch schlecht aus. Egal. Frostbiss. Wir hauen gleich die Attacken raus hier. Eine 7er, 5er, Giftschuss. Nein, du... ausgewichen. Oh, ja, toll. Schön, dass du ihn schon hast.
Ich auch bald. Aber ich finde den so geil. Ich glaube, egal wie, ich mache den noch aufs Thumbnail-Bild drauf. Also, wenn ihr die Folge seht, ich habe den irgendwo auf dem Thumbnail untergebracht. So, wie viel haben wir? Wir haben das. Wir könnten... Ja, wir könnten Frostbiss nehmen. So. Und Giftschuss? Giftschuss geht klar? Nee, können wir nicht. Wir müssen ausruhen. Na, solange er wechselt, ja, meinetwegen. Frostbiss. So, wir brauchen jetzt aber den Trank, der alles kann. Aber macht halt nur 50-50, ne? Aber mein Gott. Muss reichen. So. Frostbiss. Oh, was ist das denn? Oh, das sieht so misslungen aus. Im Kopf, guck mal, das sieht richtig aus, ob er leidet. Ne? Oh, du Armer, ja, ich kann das nachvollziehen. Was haben sie denn mit dir gemacht? Die Vorstufe sah besser aus. Der arme Kerl. Du siehst richtig im Gesicht an, dass der nicht darüber glücklich ist. So. Bist du gerade ausgerutscht, du Deppen? Wieso bist du eigentlich noch wach? Kannst du mir das mal verraten? So. Also ich spreche gerade mit meinem Sohn. Der wollte eigentlich nur gute Nacht sagen, hat dann aber gesehen, dass ich hier nächste Mal die Aufnahme mache. Wollen wir wechseln oder wollen wir wechseln? Nee, wir wechseln jetzt, ne? Pokémon, schaffst du das? Komm, du schaffst du los. Dann kriegst du die EP. Weil ich habe jetzt keinen Bock wegen der Ausdauer. Die ganze Zeit so rumhantieren. Hau mal rein. Nee, macht das Sinn? Doch, ach ja, ihr leckt mich da am Arsch, klar. Aber gegen Feuer hast du keine Chance, Vogelmann. Komm zurück. Die besiegen dich. Das wird nichts, mein Freund. Wir könnten jetzt ihnen reinsetzen. Feuer gegen Feuer bekämpfen. Tja. Mann, ja, schön, dass du die Entwicklung mir nochmal zeigst. Explosion. Kleine Flamme gegen große Flamme. Oh, ja, und ich bin verbrannt. Wie kann denn eine Flamme verbrannt sein? Nein, oh, wie, nicht jetzt umfallen. Okay, wir müssen nicht wieder wechseln. Oh, jetzt darf aber mal jeder rein. Moonsting. Zeig's den. Denn wir können den doppelt hieben. Hat ich gerade Schaden gemacht? Habe ich gerade einen Schlaganfall gehabt? Wo war denn der Schaden? Ah, jetzt. Hat er gerade das gewechselt mit sich selber? Was stimmt denn hier nicht? Ich bin verwirrt. Vielleicht steckt in der Flamme doch so ein kleines Geisterabfall. Nee, der hat das Vieh zweimal. Ach so. Nee. Keiner besiegt Moonstick. So, Flamme. Bäm. So, weh, du entwickelst dich jetzt nicht. Hä? Da hatte ich keine Chance. Achso, ja. Ey, der entwickelt sich nicht. Was soll das? Aber wie entwickelt der sich dann? Oder sind wir so knapp davor? Nee, der ist doch gerade ein Level aufgestiegen, oder bin ich jetzt bescheuert? Ist kein Level aufgestiegen? Mein Sohn sagt nein. Sicher? Okay, wir gehen nochmal ans Rad. Hat da echt ein Millimeter gefehlt? Wenn du das sagst, wir werden jetzt sehen, ob du gelogen hast, mein Freund. Das werden wir jetzt gleich alle sehen. So. Dann müsste das ja ausreichen, dieser kleine Minikampf hier. So, und dann hier Geschoss haben und Schuss mit dir. Was reicht nicht? Aber gutes Gebiet zum Trainieren. Oh Gott, wir sind schon weit über Ziel schon wieder. 1 Stunde 10. Ah, du hast recht gehabt, Mika. Jetzt aber. Jetzt ist er. Ah, Gratulation, Kerum ist ein Level aufgestiegen. Jetzt. Tackle. Echt? Es gibt die Attacke Tackle? Oh mein Gott. Wie cool ist es jetzt noch? Sieht nicht nur aus wie Apollo in Feuerdesign, sondern es kann auch Tackle. Hat eine Chance von 30% den Angriff des Ziels um 20% zu verringern. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Und zwar statt flinke Beine. Und jetzt entwickel dich, bitte. Ja. Ich liebe dich, Flamme.
Und jetzt den Großbildschirm nochmal für euch. Cool ist er, oder? Ist er cool oder ist er cool? Die Flamme da aus dieser Öllampe rausgekommen ist und jetzt... Ist einfach nur geil. Ist einfach nur geil. Holt euch nochmal das Apollo-Design, falls das nicht mehr im Kopf hat, aber es war damals mein Lieblings-Pokémon. Und das ist jetzt eindeutig mein Lieblings-Nexomon. Vorerst. Aber es ist es. Es ist schon mal gut. So, liebe Freunde. Ich würde sagen, ja, boah, nee, wir müssen das Kind noch suchen, ne? Jetzt habe ich es angefangen, jetzt können wir nicht aufhören. Ganz kurz noch. Wenn wir es in 2 Minuten nicht finden, dann hör mal auf. Ich glaube aber, der wird hier irgendwo rumoxidiert. Ah, der will auch schon wieder kämpfen, der Mann. Da drüben, guck mal. Da ist es doch. Oh, warum hat das so lange gedauert? Mein Gott, ich werde nie wieder einen Tyrannen nachgehen. Hier, du kannst es behalten. Ich habe es... bla bla. Immunitätskern. Oh, schau an, als hätten wir alle vermissten Thema gefunden. Lass uns zur Stadt zurückgehen, Sonnegy. Ja, die Stadt ist da oben, ne? Aber nicht durchs Rascheln, bitte. Gut. Ja, genau, hier hinten war doch der Biebenstein. Zack, 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 zack. Vorsicht, Vorsicht. Ach, Mann. Ach, guck mal, die ist das, ne? Nein, wir können nicht abhauen. Wenn du jetzt mein neues Vieh besiegst, ich warne dich. Hört doch auf, wir sind ja immer noch verbrannt. Ach, der hat immer noch den Verbrennungsschaden. Wer ist denn kurz davor? Ah, Moonsting. Ach, scheiße, Moonsting ist tot. Ach, Moonsting. Geiler Sound von ihr. Guck mal, wie süß die Pfote hebt, ne, wenn die Attacke macht. Achtung. Gipfelchen. So, Freunde. Ey, es ist überlang. Und ich gehe erstmal an den Heilstein. So, schnell hier durch. Jetzt aber zur Stadt. Wen müssen wir denn ansprechen übrigens? Wenn wir alle Kinder wären. Wer wollte denn das, dass ich alle Kinder befreie? Wer war denn das? Ich habe echt das Gesicht vergessen. War das der alte Knacker? Warst das du? Unglaublich. Ah ja, genau. Ihr habt die Thema gefunden. Bla bla bla. Ich muss jetzt auf die Vertonung verzichten, liebe Freunde. Schutzkern, Immunitätskern. Geil. Oh, das kriegt direkt mein neues Lieblings-Nexomon. Nee, 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 nee. So. Ja, kriegst richtig, ne? Guck mal da, hast du dir verdient, mein Kleiner, ne? Ja, fein. So. Gut, liebe Freunde, das soll's gewesen sein. Einiges erlebt, einige Evolutionsstufen heute geschafft. Ragazuma, dann Kerosin haben wir jetzt hier am Start. Wir haben Kerosin am Start. Oh Mann, ey. Ja, dann so viel passiert. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, für eure Unterstützung auf meinem Kanal. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Euer Sonnegy. Ciao. Boah, cool, oder? Und wie findest du den? Cool. Cool? Ja. Ja? Was gefällt dir an den? Alles. Na, super. Das wollte ich hören. Ha 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 ha.